Was mir besonders Spaß macht bei der Unterwasserfotografie, das ist diese Herausforderung. Da sind so viele Faktoren, die im Prinzip dich schon an die Grenze stoßen sozusagen. Ja, ob das jetzt auch das Tauchen selbst und das Fotografieren, das sind meistens sehr schwierige Lichtverhältnisse. Man muss einfach das alles im Griff haben und ja, zum Schluss sollte auch ein sehr schönes Foto rauskommen. Ich bin Unterwasserfotograf und auch Tauchlehrer und ich fotografiere leidenschaftlich gern die Models unter Wasser. Das ist richtige Leidenschaft, was bei mir so rauskristallisiert hat. Ich bin auch sehr gerne nicht irgendwo in Afrika oder in Ägypten, sondern einfach in einem ganz normalen Schwimmbad. Ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren Taucher und auch Tauchlehrer mittlerweile. Und man hat ja immer einen Tauchpartner dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja viel zu schade. Der Tauchpartner taucht in solche schöne Unterwasserlandschaften, sieht super schöne Fische. Das musst du fotografieren. Ja. Und da bin ich ja auf die Unterwasserfotografie gekommen. Ja. Und dann ein paar Jahre später bin ich ja dann auf Unterwassermodelfotografie gestoßen sozusagen. Das war schon ganz schön eine Herausforderung, die Leute zu fotografieren und was Besonderes, ein Kunstwerk daraus zu schaffen. Man muss ja auch sagen, jedes Bild unter Wasser ist ein Unikat. Also so eine Position hat man nie im Leben mehr. Es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ob das jetzt die fliegenden Haare sind oder ein Fisch zum Beispiel, der vorbeischwimmt. Die Gefahren sind natürlich da, aber auch die schönen Sachen, wie zum Beispiel eine Spiegelung, die hat man ja theoretisch nur unter Wasser. So eine richtige schöne Spiegelung von einem Model oder von einem Korall, das sieht richtig toll aus. Wir haben heute drei Shootings durchgeführt, also einmal Porträtfotografie, einmal Weitwinkel im Prinzip in derselben Situation, wo die Porträts gemacht worden sind, und einmal ein Weitwinkel in der 4 Meter Tiefe. Das ist ja im Prinzip von Schwierigkeitsgrad komplett andere Geschichte. Aber ich wollte in diesem Shooting euch zeigen, welche Unterschiede gibt es überhaupt bei Unterwassershooting. Und aus dem Grund haben wir zum Beispiel heute bei Porträtfotografie haben wir eine Festbrennweite 35 mm verwendet. Mit einem Planport. Planport benötigen wir, damit das ganze Bild nicht um die Ecke gezogen wird sozusagen. Das ist ja ein spezielles Problem unter Wasser. Beim zweiten Shooting haben wir zum Beispiel eine 14-30 mm Zoomobjektiv verwendet mit einer Domoportscheibe. Die Domoportscheibe, die gleicht extra dieser Brechung zwischen Luft und Wasser. Das ist ja 1,33er Brechung. Und die gleicht das genauso aus, dass das Bild, was wir auf dem Fotoapparat haben, im Prinzip genau das richtige Bild ist. Und dann, wie gesagt, haben wir auch ein komplexeres Shooting durchgeführt mit Sicherungstaucher, mit Beatmung unter Wasser. Das war ja unser drittes Shooting, der komplexeste Shooting. Eine Kommunikation oder Vorbereitung zum Shooting besteht aus zwei oder genau gesagt drei Teilen. Der erste Teil ist ja die Vorplanung. Das geschieht normalerweise bei mir zu Hause. Ob das jetzt Lichtverlauf, ob das jetzt die Sicherheit, ob das die Position von dem Model, wie wird die gesichert und so weiter. Oder was könnte vielleicht in das Bild reinschwimmen, was das Bild kaputt macht. Oder vielleicht irgendwelche andere Faktoren. Das muss einfach vorgeplant werden. Zweiter Aspekt ist natürlich die Vorbesprechung mit dem Model direkt vor dem Shooting. Das heißt, ich erstelle solche Planungsskizzen sozusagen, eine Arbeitsskizze, wo das Model genau eingezeichnet ist, wo ich eingezeichnet bin, wo die Sicherheitsleute eingezeichnet sind, genauso wie die Blitze und so weiter, damit ihr komplette Einblick bekommt, wie genau die Position von ihr ist. Ja, wo muss die sein? Das ist ja zum Beispiel bei Studiofotografie nicht anders. Man richtet ja die Blitze aus und man weiß ja, nur an dieser Stelle soll das Model stehen. Dritter Part oder dritter Step bei Besprechung mit dem Model ist natürlich unter Wasser. Das ist ein bisschen problematisch, weil unter Wasser hört man ja nichts. Die kann ja auch kaum was sehen. Natürlich, wenn die Maske angezogen hat, schon. Aber wenn die ohne Maske modelt, das ist ja normaler Stand, sieht ihr natürlich nichts. Und aus dem Grund habe ich ja so eine Möglichkeit entwickelt. Also ich habe so ein Horn sozusagen und ich gebe mit meinem Horn unter Wasser Zeichen. Bei einem Zeichen Achtung Bereitschaft, bei zweiten Achtung jetzt geht los. Der Sicherheitstaucher schwimmt weg.
Das Model bereitet sich vor und beginnt auch zu modeln sozusagen. Und dabei nimmt er auch den Atemregler raus, die Maske nimmt er raus und dann geht's los. Und dann hat man normalerweise ca. 20 Sekunden Zeit, um einen Top-Shot zu treffen. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir das zweite Mal und dritte Mal und vierte Mal und fünfte Mal. Und wenn es sein muss, das zehnte Mal. Später zieht ihr praktisch die Maske wieder an, bekommt einen Atemregler und dann kann ich immer noch unter Wasser zeigen, Achtung, das hast du so schön gemacht und hier ist das vielleicht nicht so schön oder das Bein muss ein bisschen mehr abgedeckt werden. Aber das sind solche Nuancen, das kann ich unter Wasser zeigen. Das ist aber nicht die Haupteinweisung. Die Haupteinweisung muss davor schon stattfinden. Ja, die schwierigste Faktoren, die man beachten muss, das ist zum Beispiel diese Farbverschwindung sozusagen unter Wasser. Ja. Nach 5 Metern ist theoretisch die Farbe rot unter Wasser verschwunden. Die ist nicht mehr da. Es gibt also eine goldene Regel sozusagen. Das ist die 5-Meter-Regel. Das heißt 2,5 Meter von Objektiv bis zum Model und dann 2,5 Meter zurück. Das heißt Lichtweg 5 Meter. Und bei dieser Lichtweg 5 Meter sind normalerweise die ganzen Farben komplett da. Und auch Sättigung von den Farben ist alles wunderbar. Ja, alles, was drüber ist, muss man dann abschätzen, ob das wirklich auch Sinn macht. Weil die Farben verschwinden enorm schnell. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung für Fotografen. Dafür hat man zum Beispiel entweder ein schönes Sonnenlicht, wo man das umsetzen könnte, oder auch Beleuchtung, Blitze, Lampen. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Man sieht sehr oft Unterwasserfotografen, die Blitze von vorne her praktisch montieren. Und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Also wenn man von vorne her blitzt, dann blitzt man die ganze Schwebeteilchen an. Also Schwebeteilchen gibt es in jedem Wasser. Ob das jetzt Ägypten ist oder in Amerika oder bei uns im See. Bei uns im See natürlich gibt es ja noch deutlich mehr Schwebeteilchen. Aber das Problem ist ja nicht die Schwebeteilchen, sondern das Blitzen. Man kann ja auch in sehr trübem See relativ gut fotografieren. Das Problem ist ja die Blitzsetzung sozusagen. Und die Blitzsetzung haben wir heute ausprobiert aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben durch das Wasser geblitzt und somit haben wir eine Sonneneinstrahlung simuliert sozusagen. Also das war ja keine Sonne, sondern wir haben durch das Wasser durchgeblitzt. Dann haben wir noch den Hintergrund mit Sklavenblitzen angeleuchtet. Ja, das sind solche Spezialeffekte, die ich ganz gerne mag, die ich auch bei Unterwasserfotografie verwende. Ganz tolle Geschichte ist auch die Ansteuerung von den Blitzen. Also ich steuere die persönlich mit einem Lichtleiterkabel und dann habe ich ja in so viele Variationen, 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter, 25 Meter. Und durch die Lichtleiterkabel wird praktisch das Licht von einem Blitz zu anderen Blitz geleitet und man kann ja eine richtige Kette daraus bauen. Ein Riesenvorteil bei Lichtleiterkabel ist, dass wir unter Wasser auch den Lichtleiter jederzeit rausstecken können. Rausstecken, einen anderen Blitz reinstecken oder einfach die Konstellation wechseln. Und das geht alles unter Wasser. Wichtig ist natürlich auch der Aspekt, wie man die Blitze ansteuert. Also ich mache immer auf Manuell-Modus und jeder Blitz bekommt auch bestimmte Leistung, damit es einfach ein harmonisches Bild insgesamt ergibt. Ja, dieses Gefühl muss man einfach lernen. Das ist ja unter Wasser, man ist unter Wasser, man fotografiert unter Wasser und bekommt auch langsam das Gefühl, auf welcher Stellung soll der Blitz stehen, wie intensiv soll der Blitz blitzen. Wie lange so ein Unterwasser-Shooting dauert, das ist natürlich eine Temperaturfrage, Temperatur vom Wasser. Und man täuscht sich als Fotograf, wie kalt es für ein Model ist. Also zum Beispiel so ein Shooting im 26 Grad warmem Wasser, man kann es maximal mit 2 Stunden begrenzen. Nachher ist der Körper von dem Model so weit abgekühlt, dass die im Prinzip keinen Spaß mehr hat zu modeln und auch gar nichts mehr hinbekommt. Es ist einfach zu kalt, die zittert und so weiter. Da muss man natürlich das Shooting abbrechen. Also das heißt mit anderen Worten, alles was unter 26 Grad ist und tiefer, begrenzt die Temperatur und begrenzt die Dauer von dem Shooting enorm. Aber auch über 26 Grad, das ist ja maximal 2 Stunden, was machbar wäre. Ich kann einfach euch ans Herz legen, probiert es einfach selbst aus. Unterwasserfotografie, das ist kein Hexenwerk, da gibt es keinen Hokuspokus dahinten. Jeder kriegt das hin. Das ist einfach Fleißarbeit, man muss ein bisschen was wissen, klar, aber das bekommt jeder hin. Ich kann euch noch sagen, schnappt euch die C6,
schnappt euch Unterwassergehäuse, springt in einen Pool um die Ecke und macht dann wunderschöne Bilder.